wenn die 1 im linken Spiegel verschwindet, dann in die Gegenrichtung lenken. Günther Möllmann ist heute hinter dem Steuer gefordert. Der 81-Jährige hat sich ganz bewusst für den Kurs in der Jugendverkehrsschule angemeldet. Für den Rentner ist es das erste Fahrsicherheitstraining seit 15 Jahren. Ich hab's Alter dafür und dachte, man lernt immer dazu und die Sicherheit ist im Straßenverkehr wichtig. Das fängt mit den Augen an und hört mit den Ohren auf. Unsicher fühlt sich Günther Möllmann nicht auf der Straße. Rückwärts fahren, einparken und Vollbremsung hat er alles drauf. Autofahren ist sein Hobby. Der Mannheimer fährt gerne mit dem Sportwagen in den Urlaub. Doch sein Alter hat auch seine Tücken. Ich habe vor einiger Zeit gesehen beim Rechtsabbiegen, dass ein grüner Pfeil war, den ich nicht beachtet habe. Hat hinter mir einer gehupt und dann bin ich natürlich losgefahren. Ein Grund für den Rentner, das Training heute zu absolvieren. Und nicht nur für ihn, die kostenlosen Kurse boomen. Die Resonanz, die ist gigantisch, muss man sagen. Nachdem die Ankündigung in der Zeitung ist, dauert es in der Regel 2 bis 3 Stunden und wir haben mehrere Veranstaltungen gefüllt. Für diesen Sommer sind die Kurse alle schon ausgebucht. Gefüllt werden die 3-stündigen Veranstaltungen neben praktischen Elementen auch mit theoretischem Inhalt. Es geht einfach darum, mal so ein paar Neuerungen im Straßenverkehr kennenzulernen, auch mal das eigene Fahren zu überprüfen, weil man sagt, je älter man wird, desto unbeweglicher wird man halt auch und dass man sich dazu helfen weiß. Dafür sollen die Teilnehmer lernen, nur mit dem Rück- und Seitenspiegel die Station im Trainingsparcours zu meistern, ohne sich dabei umzudrehen. Günther Möllmann weiß sich zu helfen. Für den leidenschaftlichen Autofahrer ist der Parcours kein Problem. Der Tag hat ihm aber auch neue Erkenntnisse gebracht. Überrascht hat mich, wie auch schon in der Vergangenheit, der Unterschied bei der Geschwindigkeit, wenn man 30 fährt und ein Fußgänger kommt oder wenn man 60 fährt und ein Fußgänger kommt, der dann mehr oder weniger keine Überlebenschance hat. Den Kurs hält er auch für Jüngere sinnvoll und selbst seinen geliebten Sportwagen konnte er heute noch mal besser kennenlernen. Ich weiß ja auch, dass wenn man feste bremst, dass hier die Warnanlage angeht. Das wusste ich nicht. Aber macht nichts, genau dafür ist ja so ein Auffrischungskurs auch da. Das Fahrsicherheitstraining hat er jedenfalls mit Bravour gemeistert.